Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Ein Film über einen Film, der nie gemacht wurde. Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, ist eine Geschichte des Scheiterns und was für eine. Der Film arbeitet durchgehend mit Brecht-Zitaten, mischt Fiktion und Realität und pfeift auf alle Sehgewohnheiten. Ja, das ist anstrengend, aber auch unglaublich faszinierend. Aufgabe, abliefern des Pakets, genau hier, bei Mile 22. Wie viele Meilen Entfernung? 12. Die Angel kann nur 10 Minuten am Boden warten. Verpassen die das Zeitfenster, sind sie tot. Zum vierten Mal spielt Mark Wahlberg in einem Film von Peter Berg die Hauptrolle. Belohnt wird seine Treue nicht. Nicht nur seine Figur in Mile 22 ist völlig überzeichnet. Das patriotische Macho-Gehabe sorgt beim Publikum wahlweise für Zähneknirschen oder unfreiwillige Lacher. Immerhin, die Action stimmt. Und ihre Männer? Irgendetwas hat sie in Stücke gerissen. Da sind sie wieder. In Predator Upgrade haben sich die fiesen Killermaschinen aus dem All weiterentwickelt und sind jetzt noch blutrünstiger als zuvor. Regisseur Shane Black kennt sich im Predator-Universum bestens aus. Er spielte 1987 im allerersten Film der Reihe eine Nebenrolle. Hi, wunderhübsche Freundinnen. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Christian Grey. Oh nein. Wir haben diesen Buchclub gegründet, weil wir unseren Geist stimulieren wollten. Tja, ich glaube, dieses Buch stimuliert noch viel mehr. Kann 50 Shades of Grey Leben verändern? In Book Club, das Beste kommt noch, schon. Vier Rentnerinnen erleben dank des Buchs ihren zweiten Frühling und die Zuschauer Diane Keaton, Jane Fonda und Co. in Bestform. Schade, dass es die Liebeskomödie mit den Happy Ends etwas zu gut meint.